Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der JJ Kofter und heute werden wir hier oben an unserer Hauptstadt mal ein wenig weiterarbeiten müssen, da wir, wie wir hier schon sehen, unsere Bilanz ziemlich doll im Minus haben. Deswegen, wir brauchen mehr Einnahmen, wir brauchen mehr Kaufleute und vielleicht schon Aristokraten. Das erwartet euch alles in dieser Folge. In der letzten Folge haben wir dann hier unsere neu eroberte Insel vom Gelben ausgebaut, zur Hälfte mit Stoffen und die andere Hälfte ist noch frei. Und ja, diese Stoffproduktion ist jetzt schon vollgelaufen. Ich habe hier in der Zwischenzeit auch nochmal eine weitere Schneiderei hingesetzt, damit wir auch hier unsere Stoffe ein bisschen hoch machen können, beziehungsweise unsere Kleider hoch machen können, damit wir die Stoffe nicht so schnell im Überlauf haben. Das habe ich noch gemacht und ja, das war es eigentlich schon. Eigentlich habe ich in der letzten Folge, wie ihr hier oben rechts seht, gesagt, dass ich hier heute die eine neue Goldfabrik bauen werde und hier den gelben noch auslöschen werde. Das hat sich jetzt alles ein bisschen vertagt auf eine der nächsten Folgen, denn wie gesagt, unsere Bilanz ist so dort im Minus. Als ich die letzte Folge aufgenommen habe, hatten wir hier oben noch 300.000 Münzen, jetzt sind es noch 212.000 Münzen. Das heißt, 88.000 Taler sind nun verloren gegangen. Und das ist meiner Meinung nach viel zu viel. Und wenn wir weiter so immer neue Plantagen und so bauen, die dann wieder neue Betriebskosten haben, so wird das einfach nichts. Und deswegen werden wir heute neue Einnahmequellen heranschaffen müssen. Unter anderem habe ich in der letzten Folge schon gesagt, dass sich hier etwas verändert hat. Das heißt, ihr seht es schon in der, beziehungsweise ihr hört es schon in der Hintergrundkulisse. Und auch ich selber höre mich ein bisschen anders an. Das alles habe ich euch hier oben rechts nochmal in meinem Infovideo zusammengefasst. Aber nun eigentlich zur heutigen Aufgabe. Und zwar haben wir hier zwei Alternativen, die wir machen können, wie wir unsere Stadt größer machen und dann auch mehr Einnahmen erzielen können. Zum einen wäre da die Möglichkeit, dass wir zum Beispiel hier so eine Abgrenzung ziehen und diesen ganzen Teil hier nochmal mit neuen Häusern ausbauen werden. Das allerdings ist ein wenig nervig, vor allen Dingen, weil ich das ja von vornherein gleich einplanen muss, wo Kirche, Badehaus, Theater, Feuerwehr, Arzt und Schule hinkommen. Da habe ich jetzt nicht die Zeit und auch nicht die große Lust drauf, deswegen machen wir es einfach so, dass wir hier auf Aristokraten hochgehen. Auch wenn ich in den letzten Folgen schon so gesagt habe, nein, das machen wir lieber noch nicht, glaube ich, dass es jetzt doch ein guter Schritt in die richtige Richtung ist. Deswegen schnappen wir uns unser Materialienschiff und wir werden heute Gold anschaffen. Das heißt, um hier auf Aristokraten hochzugehen, hier habe ich schon die Theater gesetzt, die uns noch fehlten. Brauchen wir Schmuck oder auch, ich sage eigentlich immer Gold, es ist aber Schmuck. Und für den Schmuck brauchen wir dann Gold. Deswegen habe ich hier runter mal mein Materialienschiff geschickt und wir sehen ja hier unsere eine Goldquelle. Ein Krieg wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen zu teuer, deswegen lassen wir es bei der einen Goldquelle. Hat der Gelbe eigentlich noch ein Schiff? Ich glaube, die habe ich alle zerstört. Ja, er hat nicht mal mehr ein Haus. Ich habe das Gefühl, dass er gerade ziemlich doll im Minus ist. Naja, es kann uns ja egal sein. Deswegen, wir bauen hier jetzt mal einen Schmuck. Ich warte auf das Schiff und dann sehen wir uns gleich wieder. Und das Schiff kommt hier gerade. Ist es denn auch das Richtige? Ja, es ist das Richtige. Wir brauchen nun ein wenig Stein, ein wenig Hämmer, ein wenig Holz. Und damit stellen wir jetzt hier ein wenig runter. Und ich plane mal grob die Struktur. Ich glaube, bei den Goldminen war es so, dass die sich gar nicht erschöpfen. Und deswegen habe ich da immer so viele dran gebaut, wie es nur möglich ist. Und so hier ungefähr. Da kommt noch eine hin. Oh, das ist aber schön. Wo denn? Ach, hier gleich. Sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Ja. Und dann
brauchen wir hier unten noch Anleger, die wir hier einmal entlang ziehen und hier einmal entlang ziehen, denn darauf können dann die Leute auch langlaufen, die dann dorthin müssen. So, wir zoomen mal ein wenig raus wieder. Oder auch doch nicht. Wir müssen jetzt ein paar Plantagen leider zerstören, damit wir dort auch richtig anbauen können. Dazu gehört eine Schmiede. Genau. Einmal hierhin und einmal hierhin. Ja, hier könnten wir sie nicht aufstellen, leider. Deswegen machen wir es hier. Wir drehen ein bisschen und wir stellen hier noch mal ein bisschen Weg hin und reißen diesen Weg dann hier ab. Ja, genau. Dann gucken wir jetzt hier auf die andere Seite. Da haben wir sehr, sehr wenig Platz. Sogar schon fast noch weniger als dort drüben. Ja, eigentlich haben wir noch weniger Platz. Also könnten wir das hier eigentlich schon mal alles wieder abreißen. Das war ein bisschen unnütz. Nicht schlimm. Und wir setzen hier noch eine wie heißt die? Goldschmiede. Goldschmiede hin. Und dazu dann am besten hier doch noch ein paar Anleger. Und hier hoch den Weg. Dann können wir hier noch von dieser Kakaoplantage wieder ein paar Sachen anpflanzen, dass die nicht ganz leer bleibt. Hier setzen wir das noch hin. Wir brauchen noch eine Marktplatzverbindung. Das heißt, die erschaffen wir von hier. So. Angezapft. Und dann müssen die hier jetzt mal langsam produzieren. Ich stelle hier mal ein bisschen auf schneller. Und dann müssten wir eigentlich schon sehen, hier sind jetzt 2 Tonnen. Ihr seht da, die eine Person, die rennt dahin, die andere Person rennt nach hier oben. Und über die Anlegerstellen wären die dann jetzt ja alle verbunden. Ja, wir gucken mal ein bisschen von der Effizienz, wie sich das denn so macht. Und ansonsten ist hier jetzt schon wieder 1 Tonne rausgekommen. Und der hier könnte gleich eine neue vertragen. Ja. Ich guck mal ein bisschen. Und dann müssten wir uns eigentlich gleich bei der Stadt wiedersehen. Ja, es passt wirklich alles. Auf den ersten Blick sah es ziemlich, ziemlich gut aus, kann ich euch berichten. Und deswegen nehmen wir jetzt hier den vorhandenen Schmuck und dann noch Gewürze und Kakao einmal mit. Fahren nach hier oben und geben Schmuck, Schmuck, Gewürze, Kakao, alles einmal ab. Ein, aus, 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 aus. Los geht's. Und damit fährt dieses Schiff hier jetzt los und nimmt ein wenig Kakao mit und dann auch Gewürze, hoffentlich. Der Moment der Wahrheit und Schmuck. Gewürze, Kakao, alles mitgenommen. Und jetzt geht's ab nach oben. Und oben angekommen wird dann der Schmuck, die Gewürze und der Kakao richtig abgegeben. Das heißt, auf dieser Insel besitzen wir nun auch Schmuck. 26 Tonnen. Die Kaufleute haben sich schon bedient. Und damit wir unsere Bilanz hier nun endlich wieder hochdreschen können, vorhin, als ich das Video gestartet habe, waren es minus 1000, jetzt minus 1300. Vorhin waren es, ich glaube, 210.000 ungefähr. Jetzt sind es nur noch 1800. Ne, 180.000 meine ich doch. Das heißt, unser Geld, unsere Taler gehen sehr, sehr stark runter und deswegen los geht's. Wir lassen sie aufrüsten. Und wir müssten jetzt schon genau hier die ersten Aristokraten sehen. Was gibt's? Es brennt wieder. Schade.
Nicht schlimm. Wir haben hier immer noch unsere Aristokraten und wir können unsere Bilanz auf der rechten Seite dahinschmelzen sehen, denn sie geht nun endlich wieder runter in Richtung positiv. Ein bisschen müssten wir jetzt gucken mit den vereinzelten Materialien, vor allen Dingen mit Schmuck. Aber ich glaube, da sollten wir auch erstmal gut hinkommen. Gut bis sehr gut sogar. Ziegel geht ab, Werkzeuge. Und so wird jetzt hier immer weiter aufgerüstet. 240, 267, 294, 97. 237, das heißt Haus nach Haus und bei den Kaufleuten auch. Es geht einmal runter und einmal hoch von 1300 im Minus sind wir jetzt schon bei nur noch 900. Nur noch ist gut. Wir sind immer noch im Minus, aber das können wir definitiv vorerst verkraften. Auch müssen wir jetzt mal gucken, hier bei den Schneidereien, dass wir da nicht. Aber ich glaube, das sieht auch gut aus, dass wir da nicht zu gering sind. Und ich habe gerade gesehen, wir haben ja hier sogar 140 Tonnen Wolle. Zum Beispiel hier wird Wolle abgeholt. Eigentlich habe ich es ja so gebaut, dass Wolle nicht abgeholt werden kann. Hier oben ist mal so ein Ausnahmefall. Aber sonst sieht das hier sehr gut aus mit den Aristokraten. Und es brennt schon wieder. Das ist ja schrecklich hier unten. Wie viel erbringt uns denn eigentlich die Insel hier noch? Ja, fast 700. Das wären, wenn wir das abreißen würden, wären wir dann wieder bei 1300 im Minus. Aber machen wir nicht. Können wir erstmal stehen lassen. Und hier die Kaufleute. Ja, die werden geringer. Wir waren vorhin, glaube ich, bei. Auch bei 1300 kann das sein. Oder vielleicht sogar noch höher. 1500, 600, so in der Richtung. Und sind jetzt schon bei 870 Aristokraten. Das läuft auf alle Fälle sehr gut. Hier unten, das läuft, glaube ich, auch sehr gut. Hier unsere Goldschmieden produzieren uns. Mit mehr als 2000 Einwohnern. Mein lieber Mann, das ist gut. Und ich glaube, wir schaffen sogar noch mehr als 3000 mit unseren jetzigen Häusern. Denn wir müssten mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nein, 12, 13, 14, 15. 15 mal 4. Ja, also 60. Und dann, ich glaube, bei den. Ah, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall könnten wir da schon wirklich höher als 3000 kommen, glaube ich. Ja, das schaffen wir. Oder? Nee, es könnte ziemlich knapp werden. Naja, wir lassen uns einfach mal überraschen. Auf jeden Fall haben wir nun Aristokraten. Und die, wie wir hier gerade schon sehen, bringen uns sehr, sehr viel Geld. Und dieses Geld, das werden wir dann in der nächsten Folge fließen lassen. Wir haben es endlich geschafft. Unsere Bilanz ist endlich im Plus. Und ich gehe noch zu den 1500 Aristokraten, dann mache ich erstmal Stopp und ein bisschen Materialiencheck, denn wir dürfen unsere Materialien nicht einfach so rausschmeißen lassen. Denn ansonsten haben wir gleich kein Alkohol mehr. Denn die werden jetzt richtig viel trinken. Aber so richtig viel. Kommt hier noch ein bisschen was? Es sieht so aus, als hätten wir ein klitzekleines Nahrungsproblem, wie wir hier sehen können. Ja, müssten wir mal ein bisschen gucken. Ansonsten werden wir dann hier auch noch eine Insel frei haben und hier. Und wie ich es hier unten schon getan habe, diese Inseln, die produzieren wirklich extremst viel
Nahrung. So eine Insel hätten wir. Ah ne, die wollen wir erstmal nicht erobern. So eine Insel hätten wir auch noch frei. Das heißt, hier gleich daneben könnten wir sonst eine schöne große Nahrungsfabrik hinpflanzen. Der Schmuck geht weiter hoch. Und ja, das Potenzial, den Gelben endlich auszulöschen, ist auch sehr hoch. Schaut hier gerne rechts, da werden wir dann in der nächsten Folge angreifen. Es sei denn, das Nahrungsproblem wird uns zum Verhängnis. Aber bis dahin, macht es gut, bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.